im Trainingslager hast du mir mal gesagt, du musst noch deine Knochen sortieren, jedes Mal, wenn du auf den Platz gehst. Wie ist es denn jetzt mittlerweile? Ja, ist klar, mit 34 muss man ab und zu mal ölen, ist keine Frage. Ich glaube, jeder, der in dem Alter ist, der weiß, wenn er schon ein bisschen Fußball gespielt hat oder was gemacht hat, dass ab und zu da die Knochen wehtun. Und wenn man da immer mit 18, 19, 20-Jährigen trainiert, dann sind die doch als ein bisschen schnell. Und da muss man sich schon anstrengen, dass man da mithält, aber ich glaube, geht noch ganz gut. Ja, das hast du ja auch in den letzten Spielen unter Beweis gestellt. Mal Spaß beiseite. Die Leistungen waren ja ansprechend. Ja, ich habe mich zunächst einmal gefreut, dass ich wieder auf dem Platz stehen durfte. Das war eine große Sache. Der Trainer kam zu mir und hat gesagt, Sascha, bist du bereit? Ich so, oh, ja klar, wenn Sie sagen, wenn Sie mich brauchen, bin ich da. Und so war das dann auch. Und ich habe mich einfach gefreut, wieder auf dem Platz zu stehen in der Arena. Das Gefühl ist einfach unglaublich. Und ich freue mich einfach, dabei zu sein und gebe mein Bestes für den Verein.